Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Kapitel von Die Reise ins All. Auch wenn wir uns mittlerweile in Alabama befinden, irgendwo in den Vereinigten Staaten, irgendwo im Wilden Westen. Wir haben es geschafft, wir haben den Feindvormarsch im Orient gestoppt. Da muss ich jetzt mal kurz überlegen, wo das überhaupt stattgefunden hat. Und jetzt befinden wir uns gerade auf der zweiten Mission. Wir hätten das Spiel theoretisch auch zu Ende spielen können, aber nee, wir wollten uns immer noch den anderen Weg anschauen und schon nach dem letzten Part weiß ich, es wird sich auf jeden Fall lohnen. Was wir jetzt schon alles erlebt haben, das schlägt eigentlich jegliche Superlative, die mir gerade einfallen oder einfallen könnten. Deswegen lasse ich das einfach und wir machen hier auch direkt weiter und gucken uns in diesem beschaulichen Dorf oder dieser kleinen Stadt um. So einer kleinen Wildweststadt, in der wir einfach Hintertüren betreten können und auch die Leute einfach looten können. Nein, der Mann hatte was zu sagen. Rühren Sie bloß nicht die Koffer an, Mister. Wir sind froh, dass wir sie zugekriegt haben. Aber ich habe alles eingepackt. Falls etwas fehlt, merkt man das meist erst dann, wenn man es am dringendsten braucht. Ach, ich bin nervös. Wo wollen die denn hin? Wir ziehen weiter nach Westen. Dort soll es freies Farmland geben, soweit das Auge reicht. Sobald wir alles gepackt haben, geht es los. Weiter nach Westen? Zur Westküste irgendwann. Wo sind wir jetzt eigentlich genau? Eigentlich sind wir ja an der Ostküste. Wir sind ja im südlichen Teil der USA. An der Ostküste so ungefähr, ne? Oi, das ist aber schade, dass ich jetzt nicht mehr mit dem Tom spielen kann. Der gute alte Tom Sawyer, ja, der hat der Mackwitz schon jemanden gefressen, aber mal gucken, ob das irgendwie noch Auswirkungen hat. Vielleicht werden wir ihn auch wiedersehen. Vielleicht werden wir auch noch Huck Finn sehen. Diese Kiste muss noch mit Kleinkram gefüllt werden. Ansonsten scheint hier aber alles aufbruchsbereit zu sein. Diese Umzugskisten sind gefüllt und verschlossen. Der Schrank ist bereits leergeräumt worden. Ach, gar nichts haben die für uns dagelassen. Was kürzlich noch in der Kommode lag, verteilt sich nun über diverse Koffer und Kisten. Was ist denn das hier? Was für eine schöne Reisetasche. So eine habe ich doch auch. Ja, das war ein Importprodukt aus den Vereinigten Staaten. Würde ich jetzt einfach mal annehmen. Oder? Bei Woolworth waren wir schon einkaufen. Ob dieser Hillbilly hier vielleicht... Genau, der hat kein Problem damit, wenn wir sein Haus betreten. Der Schrank enthält alles, was für eine voll ausgebildete Kaffeekränzchenkultur erforderlich ist. Die Vitrine mit dem guten Geschirr steht so, dass jeder Gast sogleich sieht, was für ein schmuckgeführter Haushalt ihn hier bewirtet. Das ist echt so geil, einfach nur. Eine vorbildlich sortierte Küchenecke. Reinlichkeit scheint hier oberstes Gebot zu sein. Ein Teekännchen. Tante Polly. Nein, diese Kinder. Wenn ich nur daran denke, mit wem sich mein Tom alles abgibt. Vor allem dieser Huckleberry ist einfach schauderhaft. Ah ja, es gibt ihn also wirklich und wir werden ihn wahrscheinlich noch sehen. Der unerbittliche Gegner des Schmutzes. Naja. Na, dass sie mir nicht den Verbandskasten anrühren. Wer weiß, wann ich davon wieder etwas für den lausejungen Tom benötige. Ach, der arme Tom Sawyer. Eine adrette, saubere Keramikschüssel. Ich will jetzt mal noch den Huck Finn treffen. Das könnte auf jeden Fall spaßig werden. Für den Indianer habe ich mir noch nichts einfallen lassen, deswegen wird er vorerst noch ignoriert. Aber in die Kirche können wir auf jeden Fall hineinschauen, nachdem wir hier in dem Häuschen drin waren. Und dass wir nicht hineingehen können. Denn es ist... es handelt sich dabei um eine verschlossene Hintertür, alles klar. Ja klar, ich meine, wir waren ja gerade eben erst in dem Haus drin und das sind Leute, die umziehen wollen, also von daher alles in Ordnung. Die Kirche sieht von außen riesig aus und ist von innen dann eher doch klein. Seit wann kann von Mackwitz Orgel spielen? Wahrscheinlich konnten wir das früher schon mal irgendwann im Let's Play machen. Ein etwas schlichtes Taufbecken, möchte man sagen. Aber nein. Nein, stimmt, dem muss ich hier die Priesterstimme geben. Aber nein, daran wird doch nicht die Taufe vollzogen. Neubekehrte tunken wir nämlich in den Fluss. In den Mississippi. Das ist cool. Wir können auf den Glockenturm gehen. Jetzt haben sie hoffentlich genug gesehen. Wir können schnellstens wieder schnell nach unten, Leutnant. Das heißt Lieutenant. Lieutenant Mackwitz. Mal gucken, ob ihn die Leute hier auch so nennen werden. Aber dann die kennen seinen Rang ja gar nicht. Die wissen ja gar nichts von seinem Rang, deswegen... Bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als mit dem letzten Mohikaner zu sprechen. Oh mein Gott! Das war... wie nennt man das, wenn man bei einem Jumpscare lachen muss, so ungefähr? Ein Laughscare oder sowas? Ich hab keine Ahnung. Jump, Laugh. Das ist ja... Oh mein Gott. Was für ein schreckhafter Mensch und was für ein unwürdiges Ende. Naja. Wo der herkommt, wird's noch mehr geben.
Vor allem, ich habe ihn auch noch der letzte Mohikaner genannt. Unter dem Koffer liegt der letzte Mohikaner begraben. Oh, das ist so herrlich einfach nur. Okay. Ein Bürger. Vor Jahren, mal in Europa, konnte mich aber nie an das Essen dort gewöhnen. Allein die verschiedenen Besteckarten verwöhnt. Ja, hier gibt es wahrscheinlich einfach nur gar nichts. Man isst das Ei einfach aus dem Topf heraus. Oder aus der Pfanne, besser gesagt. Aus der Pfanne, wer packt denn schon ein Ei in den Topf? Ne? Solche Ideen kommen durch. Howdy, Partner. Die besten Pferde gibt es in Silver Lake. Sogar die Kavallerie kauft ihr ein. Silver Lake, alles klar, jetzt werden wir wahrscheinlich demnächst dorthin gehen müssen und, oh mein Gott. Guten Tag, Fremde, was kann ich für Sie tun? Kennen wir doch Sucherhelden. Und schon haben Sie einen gefunden, Sir. Sehen Sie, ich habe eine abenteuerliche Reise hinter mir. Vor Jahren habe ich den heimatlichen Dorf nahe Dresden rückgekehrt, um nach allerlei Erlebnissen einer Pensions- und Gastronomiebetrieb zu gründen. Ja. Soll meine Geschichte doch nicht so einzigartig sein, wie ich immer dachte. Suche Unterkunft. Sie können hier zum schlimmsten Preis von 50 Stalern übernachten, Sir. Ja, brauchen wir allerdings erstmal noch nicht. So teuer. Noch weiter kann ich mit dem Preis gar nicht runtergehen, Sir. Ja, dann empfehlen wir uns erst einmal und schauen uns hier noch weiter um. Eine Tischrunde. Was soll man nur von den Ereignissen in der alten Welt halten, meine Herren? Meine Güte, in Europa herrscht wieder einmal Krieg. Was ist daran schon erwähnenswert? So sehe ich das auch. Sollen die Leute dann doch ihre Angelegenheit nachgehen, solange sie uns in Ruhe lassen? Ach ja, in Europa herrscht mal wieder Krieg, aber ja, tatsächlich. Also ich meine, klar, die Amerikaner, die hätten auch mit Bürgerkrieg und so Quatsch zu kämpfen, ne? Aber in Europa waren die Kriege halt schon ein bisschen anders. Oho, in diesem Land scheint eine Menge Präriesträucher Unwesen zu treiben. Wir sollten Acht geben. Eine Menge Präriesträucher und keiner von denen wird irgendwie namentlich genannt. Du findest eine Badekur. Sehr schön. Haben wir da unten vielleicht irgendetwas verpasst? Nee, sieht mir nicht danach aus. Ich bezweifle einfach mal, dass wir den Leuten die Flasche vom Tisch stehlen können. Ja, Grünzeug kennen wir ja schon. Schwupps, da hängst du. Was siehst du mich so an? Hä? Ich rede mit dir. Ach, dummer Büffel. Das Geräusch dazu war geil. Wer seid ihr denn? Und wohl eine echte Legende des Wilden Westens sehen, ne? Na, dann kommt mal her. Gestatten von Magwitz, packt er seinen Kram zusammen. Rekrut, Abmarsch in einer Minute. Welches Pferd ist dir denn durchgegangen, Junge? Konfisziere ihn mitsamt seiner Schussfertigkeit für den Kampf gegen die marsianischen Eroberer. Ha, gar nichts wirst du tun. Hab dir mit meinem Rummel zu tun und keine Zeit für deine Faxen. Pardon, Miss. Aber wir brauchen Ihre Hilfe, Herr Büffelwilli. Meine Hilfe? Früher, ja, da wurde mein scharfes Auge und meine sichere Hand gesucht. Aber heute? Heute tingele ich mit meinem kleinen Zirkus durch miese Käfer, um braven Bürgern den Abglanz des Abenteuers in ihre heile, ordentliche, moderne Welt zu bringen. Ich reite, schieße und mache meine kleinen Kunststücke für billigen Applaus pausbäckiger Affen. Na, immerhin habe ich einen echten Indianer aufzubieten. Den letzten Mohikaner. Planen Sie ihn nicht zu fest ein. Fassen Sie sich ein Herz, Mann. Lösen Sie sich von Ihrem Selbstmitleid und ziehen Sie mit uns gegen einen Feind, der einen Kampf verspricht, in dem Heldenmut zählt und Ruhm dem Unerschrockenen winkt. Also irgendwie ist heute der Wurm drin. Zuerst muss ich die ganze Zeit husten, dann stimmt ja die Ingame-Tonspur sowieso nicht mit meiner überein und jetzt gerade eben war das Spiel auch nach langer Zeit mal wieder stuck und da muss ich ja sowieso direkt einen Cut machen, ansonsten stimmt hier gar nichts mehr mit irgendwelchen Tonspuren überein und ich find's einfach nur krass. Ich hoffe, dass ich es irgendwie geregelt bekomme. Ich glaube, ich muss mich mal demnächst umschauen. Weil ansonsten könnte es sein, dass mich das jetzt einfach bei jedem Projekt verfolgt und das wäre super scheiße. Ich werde mir noch nicht von einem Hutzelmännchen erklären lassen, was Mut und Tapferkeit bedeuten. Hutzelmännchen? Der alte Bill hat immer noch Saft in seinen Knochen. Merkt euch das. Das heißt, sie werden uns helfen? Worum soll es denn eigentlich gehen?
Ihr erzählt Buffalo Bill von eurem Auftrag, 7 glorreiche Streiter zu sammeln, die den Mut der Massen wieder aufrichten sollen. Die Rolle als einer dieser glorreichen 7 lasse ich mir gefallen. Ha, das wohl, aber... Wie denn jetzt aber? Befehle sind doch klar übermittelt. Aber seid ihr es dann auch wert, dass euch der berühmte Buffalo Bill mit... Seid ihr es dann auch wert, dass der berühmte Buffalo Bill mit euch reitet? Dreistigkeit, was bildet er sich ein? Beweist mir eure Tüchtigkeit und ich will euer Gefährte sein. Sie klingen fast so, als dächten sie an etwas Bestimmtes. Natürlich, Miss. Schießt mir 50 Büffel und bringt mir ihre Felle als Beweis. Das ist ein klassischer MMORPG-Quest. Oder aus Gothic. Was bitte sehr soll denn das beweisen, mein Herr? Das zeigt mir, dass ihr echte Kerle seid. Überzeugende Argumentation! Dann haben wir einen Deal. Bringt mir 50 Büffelfelle und ich bin euer Mann. 50 Büffel? Okay, mal gucken, wo wir die herbekommen. Ich bin auf jeden Fall jetzt schon gespannt. Ganz recht, gafft nur. Die ganze Indianer-Kommode... Die ganze Kommode ist randvoll mit Indianerschmuck gefüllt. Irgendwie habe ich hier gerade schon wieder Konzentrationsprobleme jetzt so ganz spontan bekommen, was wahrscheinlich einfach an meinem Kratzen im Hals liegt, aber... Na egal. Finger weg von meiner Büffelbüchse. Büffelbüchse? Ist das ein Gewehr? Oder ist es wirklich eine Büchse? Die besten Büffelrezepte. Von Arkansas-Keule bis Zankapfelfüllung für 2 Personen. Und der Kurier des Zaren. Das klingt ja fast schon so wie der Brief für den König. Die Kiste ist fest verschlossen. Und ja, das gerade eben sollte eine Anspielung darauf sein, dass ich dieses Spiel mittlerweile vielleicht sogar schon spiele und wenn nicht, demnächst bald spielen werde. Dieser Schrank ist noch nicht eingeräumt. Also wenn das jetzt so von meiner Planung gerade hinkommt, dann müsste jetzt eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo das ausgestrahlt wird, Anfang Dezember sein. Erste oder zweite Dezemberwoche. Ja, das ist eigentlich so meine Planung momentan. Und vielleicht ist die Eilreise dann auch dieses Jahr noch vorbei. Ich glaub's allerdings eher nicht. Kleine Souvenirkakteen, Erinnerungsfotos und mehr sind nur für Buffalo Bill interessant. Aber das ist natürlich kein Problem. Wir spielen das Projekt natürlich auch gerne noch im nächsten Jahr weiter. Ich hätte nur eigentlich gedacht, dass ich es innerhalb von 8 Monaten schaffe, aber das Spiel ist dann doch tatsächlich größer, als ich gedacht habe. Und wir werden natürlich für jede einzelne Übernachtung bezahlen. Ihre Ehrlichkeit gereicht uns allen zur Zier, Gnädigste. Na gut, dann werden wir nochmal gucken, wo wir die Büffel auftreiben können. Ich habe ehrlich gesagt noch absolut keine Vorstellung. Also außerhalb des Dorfes, der Stadt logischerweise, sind wir schon außerhalb. Können wir hier vielleicht Sachen zum Tränkebrauen finden? Da muss ich zugeben, habe ich mich im Orient dann irgendwie auch gar nicht mehr umgeschaut, ob man da Sachen zum Tränkebrauen findet. Denn ich meine, uns wurde ja irgendwann nochmal der Hinweis gegeben von einem Mitglied aus Alex Heldengruppe, dem Priester. Aber so wirklich scheinen wir nicht mehr etwas damit anfangen zu können. Ich glaube, im Orient gab es auch einen Topf, wo wir kochen konnten. Na, junger Mann, so versonnen wie du auf dem Fluss starrst, bist du bestimmt häufig hier. Und da haben wir noch schon Huckleberry Finn, sehr schön. Klar, Miss. Ohne Fluss ist da ist auch Huck Finn nicht weit. Es gibt keine Ecke von diesem Fluss, die ich nicht kenne. Fragen Sie mich ruhig nach irgendeiner Stelle und ich zähle Ihnen alle Untiefen auf. Aha, dann muss Ihnen doch auch dieser grässliche Dampfer ein Begriff sein. Das blitzespuckende Ungeheuer, Mister. Und ob ich das kenne. Seit dieses Ding aufgetaucht ist, traut sich kaum noch ein anderer Dampfer hierher. Ist mächtig langweilig geworden seitdem. Du bist ja ein richtiger Pfiffikus. Erzähl uns rasch alles, was du über den Dampfer weißt, Kleiner. Das heißt hier Kleiner, Mister. Ich bin fast so groß wie Sie. Reiten wir nicht weiter darauf herum, junger Mann. Und außerdem ist mein Flusswissen geheim. Das sage ich doch nicht jedem. Sehe ihm gleich die Hammelbeine lang, frecher Lümmel. Grandios, Schatz. Ach, das ist herrlich. Der Leutnant ist wirklich so ein richtiger Kinderschreck. So, mal gucken, kommen wir irgendwie noch an ihn heran? Faxen einstellen und runterkommen. Nö. Sagt man denn dazu? Lass mich einmal, Schatz. Aber mir wirst du doch von dem Dampfer erzählen, Kleiner. Klimper, klimper. Hey, ich bin doch nicht im Mädchenalter, Miss. Die Masche brauchen Sie gar nicht erst zu versuchen. So, ein Frechdachs. Das ist echt geil. Ich erkenne einen Geschäftsmann, wenn ich vor ihm stehe, junger Mann. Deine Flussgeheimnisse sind natürlich ein kostbares Gut. Was hältst du davon, sie gegen etwas einzutauschen?
Da gibt's vielleicht was. Ich warte hier eigentlich schon eine ganze Weile auf Jim. Aber er ist immer noch nicht am Steg. Wenn sie ihn mir herschaffen, verrate ich ihnen vielleicht meine Geheimnisse. Jim? Ja, Jim. Er arbeitet auf einem kleinen Baumwollfeld. Sie können ihn gar nicht verwechseln. Er ist schwarz. Abgemacht. Wir bringen dir deinen Spielkameraden und du erzählst uns alles über diesen Dampfer. Interessant, dass ich eine... Jim schien mir einfach nur ein ausgewachsener Sklave zu sein. Also, ein erwachsener Mann natürlich, ne? Und deswegen bin ich ja jetzt mal gespannt. Das klingt ja fast schon so, als könnte Huckleberry Finn da irgendwie im Sklavenhandel mit drinstecken oder so. Okay, wir dürfen hier also erstmal noch nicht raus. Na gut, dann gehen wir doch einfach mal dem Quest nach. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ob das jetzt zum Hauptquest mit dazugehört. Oh mein... Oh... Please not. Sehr Blut! Vielleicht hat sich jemand an dieser Stelle bei der Arbeit verletzt. Die Baumwollsträucher sind sehr knorrig. Womöglich ist es dieser Jim. Dann ist er eventuell Verbandszeug holen gegangen. Okay, zum Glück nur verletzt. Aber wo könnte Jim nur hin sein? Vielleicht kann der uns hier weiterhelfen. Das gibt's doch nicht. Wo ist denn dieser Jim hin? Vorhin hätte er doch noch auf dem Nachbarfeld gearbeitet. Aber kaum mache ich mein kleines Nickerchen, schon steht sich der Bursche von seiner Arbeit davon. Denn Jim suchen. Wo könnte Jim nur sein? Jim könnte überall sein, eine verschlossene Hintertür. Jim ist mal schnell Verbandszeug holen. Moment, es gab doch irgendwie... In irgendeinem Haus gab es doch Verbandszeug. Bei der Polly. Bei Polly gab es Verbandszeug. Ich erinnere mich daran. Das war ja erst in diesem Park. Vielleicht finden wir ihn auch tatsächlich dort. Verbandszeug. Genau. War vielleicht ein Herr namens Jim hier, um sich eine Verletzung, zu verbinden. Das stand schon so da. Jim? Nein, der war nicht hier. Aber ich habe ihn noch kürzlich gesehen, wie die Hauptstraße entlang ging. Wissen Sie vielleicht, wohin er wollte? Er ging nach Westen. Fragen Sie doch einmal die Leute am Ende der Straße. Die können Ihnen bestimmt weiterhelfen. Interessant. Die große Suche nach Jim hat damit also begonnen. Ich glaube doch, dass es der Hauptquest ist, oder? Ja, am Ende der Straße. Haben Sie einen Herrn namens Jim gesehen? Den Neger? Der kam vorhin die Straße rauf. Sah ziemlich bedrückt aus, wenn Sie es genau wissen wollen, Miss. Und wo ist er hingegangen? Zuletzt habe ich ihn gesehen, als er zu diesem Haus der ging. Komisch, dann war er plötzlich weg. Vielleicht hat er sich ja hier hinten versteckt. Der gute Jim, oder er ist im Haus drin. Wir können mal versuchen, ob wir in das Haus reingehen können. Suche einen gewissen Jim. Verlange genaueste Auskunft, da verbleib. Wollen keinen Besuch haben. Von komischen Fremden schon gar nicht. Okay, der wird uns die Frage wohl nicht beantworten, aber vielleicht können wir uns ja von hinten hineinschleichen. Denn das Dach ist ja zum Glück nicht nur aufgemalt. Okay, von hier hinten können wir auf jeden Fall nicht rein. Vielleicht versteckt er sich ja irgendwo hier hinten bei der Truhe, die, hier scheint er sich nicht zu verstecken. Dieser Lausebengel Jim, Moment, das war ein anderer. Stimmt, es gab ja schon mal einen Jim in diesem Spiel. Bei der guten alten Schatzinsel. Na, lang, lang ist sehr, ich glaube schon wie 70 Parts oder so. Ich weiß es gar nicht so wirklich. Ich glaube aber schon, dass es echt lange her sein muss. Hier ist auch nichts. Genau, und er hat immer noch denselben Dialog. Als er zu diesem Haus da ging und dann war er plötzlich weg. Sehr offenes Fenster. Vielleicht können wir so einen Blick in das Haus werfen. Achten Sie bloß darauf, dass es niemand sieht, Leutnant. Du kannst per Enter die Hauswand erklimmen, aber achte auf die mahnenden Worte des Professors, dabei nicht gesehen zu werden. Na gut, dann würde ich allerdings vorschlagen, aufgrund der Tatsache, dass ich hier sowieso kleinere Soundprobleme habe und dass ich auch ein ziemlich fieses Kratzen im Hals habe, werde ich dieses Kapitel hier an der Stelle erst einmal beenden. Es hat mir auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht und ich bin mir sicher, es wird noch eine Menge spaßiges Zeug kommen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht und ich hoffe, ihr seid es auch. Und ich würde mich über einen netten Kommentar und einen Daumen nach oben freuen, ne? Bis zum nächsten Mal hier bei unserer geliebten Reise ins All.